wundervollen, ihr wundervollen Herzenslichter. So habe ich einen inneren Ruf heute gehabt, zum höchsten Wohle heute zu dienen und dieses besondere YouTube-Video aufzunehmen, habe den heiligen Raum geöffnet und bin mit meiner Seele vollkommen präsent, um heute für das Göttliche, zum höchsten Wohle für dich, heute hier strömen zu lassen. Ich diene sozusagen heute als Lichtbrücke für dein Wohle und so auch für das Wohle aller. Denn heute strömt ein großes naionisches Liebeslicht, das alle Liebeslichter des Universums enthält und das Innere der Erde einströmt und in alles, was existiert auf der Erde. Und nicht nur auf die Erde, sondern auch mit anderen Planeten, unseren Sternengeschwistern verbunden. Der 1. Dezember steht unter dem Portaltag und es steht unter dem Sternenbaden. Das heißt, heute ist eine transformierende Liebeswelle im Feld für uns alle, die wir schon gestern gespürt haben. Sehr viele waren früh müde und haben sich auch früh schlafen gelegt. Und das ist oft auch ein Zeichen, dass der Portaltag schon eine Vorwirkung hat und auch eine Nachwirkung. Portaltage wirken oft in einer Trinität. Das heißt, es ist der Vortag in einer Vorbereitung. Dann kommt die Kraft, die dieser Portaltag als diese Tagesqualität hervorbringt. Und dann fließt es noch in einer Nachwirkung. Und das ist ganz besonders morgen zum 2. Dezember zu spüren, denn dann werden wir am Himmel, am Abend, den Abendstern, den Venus sehen, den Planeten Venus. Und sie ist bereits mit uns kraftvoll verbunden, um die Liebe strömen zu lassen. Das kann für meist einen anderen Menschen sehr hohe Liebeswelle und Energie sein und sozusagen zu viel Liebe auf einmal sein und vielleicht für manche sehr triggernd sein. Deshalb ist es heute sehr wichtig, dass du gut ausgerichtet bist, in deiner inneren Mitte stehst und vor allem die Menschen und nicht alles so auf die Goldwaage nimmst, die Menschen mit Ruhe und mit Bedacht siehst, eine Beobachterhaltung heute einnimmst. Heute Morgen habe ich den Bussard gehört und wenn ich den Vogel Bussard höre, den Greifvogel, dann weiß ich, dass die Beobachterhaltung heute von großer Bedeutung ist. Wir haben heute die göttliche Blaupause. Ja, was ist eine Blaupause? Es ist das göttliche Liebesfeld. Es ist die göttliche Schwingung. Es ist ja die göttliche Führung, die jetzt übernimmt. Und diese Blaupause steht auch für alles, was existiert. Für Mensch, für Tier, für Pflanzen, für Bäume, für Planeten, für das Universum. Es strömt für die All-Eins-Liebe, für das All-Eins-Bewusstsein. Und die göttliche Blaupause ist heute ganz groß aktiviert. Das heißt, Gott, die göttliche Liebe, das Vateruniversum, die universelle Kraft ist heute mit uns, um heute zum höchsten Wohle aller geschehen zu lassen. Und da können schon neue Wege, neue Führung für uns entstehen. Da kommen neue Dinge in unser Leben, das wir uns vielleicht vorher noch gar nicht vorstellen konnten. Und genau das passiert jetzt. Genau dieser Liebessegen, es ist wie ein Quantenfeld, eine göttliche Schwingung, in die wir eintreten. Und da haben wir heute durch die Einhörner große und verstärkte Unterstützung. Denn wir haben heute durch die Einhörner den Rubin, den kosmischen Rubin aktiviert bekommen, mit Erzengel Uriel verbunden. Und der kosmische Rubin steht für den Frieden und für unsere Meisterschaft. So wie über das Elbenreich heute der blaue Saphir verbunden wurde, Joseline, verbindet alles ganz kraftvoll und Seraphina, um uns in die Weisheit zu bringen, aber auch in das Handeln und in die Wahrheit, die göttliche Wahrheit zu bringen. So wie auch der grüne Smaragd, der kosmische grüne Smaragd durch die Einhörner heute aktiviert ist und wirklich ganz kraftvoll für Heilung und für Fülle strömt. Das heißt, durch Erzengel Raphael und sein kosmisches Heilerteam wird heute eine gigantische Heilwelle auf die Erde für alles strömen, was jetzt benötigt wird. Und wenn du dich ausrichtest auf diese Liebesheilwelle, wirst du wahrlich jetzt auch hier im YouTube-Video, ich kann es spüren über mein Kronenchakra, wie es einströmt über mein Herz und zu euch fließt. Es ist die göttliche Kraft. Ich bin der Kanal, der dafür heute zur Verfügung steht. Und ich spüre so viel Wärme, ein ganz großes weißes Lichttor, das heute geöffnet ist durch die Einhörner und in jeder einzelne Mensch, jede Pflanze, jeder Baum, jedes Tier mit den Sternengeschwistern zusammen heute in dieses Sternenbadentor eintritt, mit weißem Licht gehüllt und einem weißen Lichtkokon du eingehüllt wirst, sodass du dich heute in hochschwingenden Energien halten und auch tragen kannst und dich mit dieser vollkommenen, unendlichen Liebe gefüllt und genährt fühlst. Da spielt auch dein Merkaba,
dein Lichtkörper eine große Rolle, denn du wirst mit der Aura, mit deinen Chakren aufgefüllt mit göttlicher Weisheit. Es kommen natürlich Lichtschwingungen in dich hinein. Da möchte ich nochmal ganz besonders auf den Venusstern aufmerksam machen, der ja auch im Pentagramm vor allem sehr deutlich am Himmel zu erkennen ist. Denn es gibt sozusagen 584 Tage, wo die Sonne sozusagen 584 Tage, wo die Sonne, wo wir sie umkreisen in Erdentagen. Und 292 Tage stehen für den Morgenstern der Venus. Da können wir den Morgenstern sehr gut sehen. Und 292 Tage können wir den Abendstern sehen. Und wir sind jetzt momentan in der Position durch den Planeten Venus, der ja vor allem unseren physischen Körper ernährt und erhält, dass wir überhaupt hier auf Erden mit diesem physischen Körper sein können, da unterstützt uns die Venus. Und jeder Planet hat ja auch eine Verbindung zu einer Göttin. Und das ist wahrlich die Göttin der Venus, Aphrodite. Viele Namen hat sie in ihrer Form, Liebesgöttin, die sie heute hier strömt. Auch ihr Liebeslicht strömt nicht nur heute, sondern auch für morgen nochmal kraftvoll. Und ihr werdet am Himmel die Venus erkennen können, als hellster Fixstern am Himmel sozusagen. Und wenn man an gewissen Zyklen, und diese Zyklen, die da auch entstehen, sind besondere Erdenjahre, wenn gewisse Erdenjahre durchlaufen sind, dann kann man die Punkte des Wandelns der Venus zusammenfügen und dann entsteht daraus ein Pentagramm. Dafür gibt es auch mittlerweile schon wissenschaftliche Hinweise. Und dieses Pentagramm der neuen Zeit, das ich über die höchsten Ebenen empfangen habe, möchte ich euch hier mal in den Raum geben. Ich zeige es euch mal hier. Ihr könnt hier auch sehen die Sonne, ihr könnt das Universum sehen, die Sterne stehen hier, die Erde und den Mond. Und das ist auch wiederum sehr kraftvoll verbunden. Und genau diese Punkte, die ihr hier sehen könnt, wenn man die dann im Universum verbindet mit der Venus, dann zeigt sich genau dieses Bild. Und dann entsteht sozusagen über dieses Bild ein Venusstern, den ich euch jetzt mal hier über die heilige Geometrie zeigen möchte, der sich dann so formt. Und dieses ist jetzt in der Vollendung. Das heißt, wir sind jetzt in einem besonderen Jahr, wo sich diese Vollendung zeigt, wo sich dieser Stern auch wieder präsent zeigt. Und das ist wirklich etwas ganz Tolles. Und dieses Venusmuster, dieser Symbol, dieses Venuslicht strömt jetzt unter der Kraft des naionischen Liebeslichtes verbunden. Also das ist schon eine gigantische Energie. Das ist der Lichtkristall des naionischen Liebeslichtes. Und das steht natürlich für die Urzentralsonne. Ja? Und das wird auch aus der Urzentralsonne gesandt. Ein hochschwingendes Liebeslicht, das jetzt aus dem Kosmos auf die Erde strömt. Und es ist so ein hellblaues, türkisweißes, farbenes Licht, das sich nicht nur mit den Einhörnern heute verbindet, sondern noch zusätzlich mit dem Venusstern. Und das ist ein segnendes, ein heilendes und ein sehr großes eben Liebeslicht, das für den Planeten, für das Universum und den Kosmos strömt. Du darfst dich sozusagen heute wahrlich mit den Sternenbaden verbinden und darfst dich mit Sternenlicht auffüllen, denn du wirst heute geladen, wahrlich mit Lichtenergie. Und so möchte ich dir in tiefster Liebe durch die Einhörner, die heute hier sind, durch die Engel und Erzengel, die heute in Verbundenheit über dein Kronenchakra, den Erzengel Jophiel, wie auch Erzengel Christine, öffnen heute dein Kronenchakra ganz besonders, um deine Kronenblüten, dein Blütenkranz des Kronenchakras von niederschwingenden Energien zu befreien und es aufzufüllen. Und da kann schon sein, dass wenn viel Licht hereinkommt, dass man sich sehr schnell müde fühlt und auch vielleicht sehr erledigt vom Tag ist, weil das natürlich eine starke Frequenz ist, die in deinen Lichtkörper, in deine Aura, in deinen Zellen kommt, um für Heilung zu sorgen und für Unterstützung. Und so fließt es natürlich auch zu Lady Gaia und zur Mutter Erde, denn auch sie hat sich dahingehend sehr stark verändert. Ihr Planetensystem, ihr Polkrabkappen sozusagen, die haben sich ja auch verändert, verschoben ein wenig, ja. Und diese Verschiebung, das zeigt sich auch am Sternenhimmel, denn die Sterne sind sozusagen nicht ein Fixpunkt. Auch sie gehen mit der Mondin auf Wanderschaft.
Und deshalb ist die westliche Astrologie, die vor allem von einem festen Platz ausgeht, dass die Sterne festen Platz haben und auch von dieser Energie aus senden, für mich nicht mehr ganz stimmig. Also da gibt es ja auch die vedische Astrologie und die ist dann aus einer ganz starken Ursprungskraft. Die leben und haben auch aus dieser Astrologie die Bewegung mit der Mondin verbunden. Also sie verbinden sich auch mit der Kraft der Mondin, weil die Mondin bewegt sich ja mit der Erde und so ist sie auch immer im selben Stand, wie die Erde sich auch gerade wandelt, also die Mutter Erde. So habe ich in der Meditation empfangen, gestern mit Lady Gaia und Mutter Erde, dass die vedische Astrologie uns helfen wird, dass wir uns mit den Sternen wieder besser ausrichten können, weil auch sie sich wandern. Alles ist Bewegung und es bleibt nichts stehen. Es gibt keinen festen Punkt im Universum. Alles hat Bewegung und wir sind jetzt in einem Quantenschub, einem Quantenfeld eingetaucht, wo wir auch uns bewegen. Wir, unsere Menschheit und auch die Tiere, die Pflanzen und die Bäume sind in einem Evolutionssprung. Und jetzt, heute, zum 1. Dezember, tauchen wir ein in ein wahrliches Quantenfeld. Und dieser Dezember hat eine sehr starke Vorwärtswirkung. Also das ist ein sehr starke magnetisches Feld. Und wir können nur eins, dem Licht folgen. Und da werden wir jetzt sehr stark geleitet und unterstützt eben von unserer Seele, dass wir das Jahr gut vollenden, auf unseren Diamantenweg gehen und in das neue Jahr 2023 in die höchste Fülle und Schöpferkraft kehren können. Deshalb verbinde dich heute ganz bewusst mit dem Universumfeld, mit der göttlichen Blaupause, mit deinem Quantenfeld, mit deinem weißen Kokon der Einhörner, die dich eingehüllt haben und lasse heute wahrlich in Ruhe und Frieden strömen. Ganz besonders, nimm heute nicht zu viel alles auf die Goldwaage, denn viele Gefühle und Emotionen der Menschen kommen heute hoch, wenn sehr viel Liebeslicht strömt, ja? Dann fühlt man sich oft auch mal getriggert, weil es eben sehr hochschwingend ist. Hochschwingendes Licht ist oft erstmal sich daran zu gewöhnen und es zu ertragen. Da kommen auch Schattenthemen hervor. Und diese Schattenthemen werden heute transformiert und gewandelt in das Gefühl des Mitgefühls, der Liebe, seinen Schatten auch lieben zu lernen und ihn zu umarmen. Und dass er auch seinen Platz in deinem Leben hat. Und dass es wichtig ist, dass auch mal diese Energie gelebt werden darf. So wie es für dich jetzt gerade da ist. Ob ich da Traurigkeit spüre, Verabschiedung von lieben Menschen, die jetzt gerade aus dem Feld hier gehen, die dieses Universumsfeld nutzen, um die Lichtbrücken, die Regenbogenbrücken, die geöffnet sind, zu nutzen, um in die höchsten Ebenen zu gehen. Das ist wahrlich ein Geschenk des Himmels für alle, die jetzt von dieser Erde gehen, die in den Übergang sind, diesen Körper hier auf der Erde abgegeben haben. Das ist wahrlich ein Segen, sie feiern und du darfst auch deine Liebsten dahingehend feiern. Auch die Kinder brauchen großen Segen und werden jetzt sehr unterstützt. Das Familienfeld wird genährt und unterstützt und wir werden von Tag zu Tag von diesem 1. Dezember in eine nächste Schwingung eintreten. Jeder Tag hat eine bestimmte erhöhte Qualität. Es ist wie eine Stufe, indem wir jetzt von 2. Dezember, 3. Dezember, 4. Dezember immer einen Schritt weiter in unser höheres Bewusstsein treten. So kannst du es dir wahrlich vorstellen, bis wir dann zur Weihnachtszeit und auch im neuen Jahr durch die Rauhnächte geführt in diese Kraft unseres goldenen, wahrhaftigen eigenen Seins eintreten dürfen. Und jetzt lasse ich in diesem Augenblick, denn das fühle ich jetzt ganz deutlich, strömen, was jetzt durch mich geschehen mag, in dieser Kraft des göttlichen Bewusstseins durch Gottes Auge. Tayuma yehata, tu yesaye mie, hoyama, seyamaye, hoyotuye, taimeyaka, houatie, tumeyata, uyeha, yeha. Venus.
Hinus, ja. Die Liebe umgibt dich. Wir Sterne sprechen zu euch aus dem universellen Liebesfeld. Wir strahlen heute für euch und lassen den Sternensegen, den Sternenregen, den Sternenstaub in euch und um euch herum und in alles, was existiert, strömen. Wir verbinden unser Licht um das Liebeslicht des Gottesfeldes, der Gottesführung strömen zu lassen. Wir Sterne sind mit dir. Wir sind bei dir, um dich wissen zu lassen, dass die Liebe in jedem Augenblick für dich präsent ist und strömt. Nehme die Liebe in dein Feld, atme sie tief ein und aus. Ströme mit deinem Wasser und mit deinem Feuer in dir. Lass dich fließen in all deinen Ebenen und Zuständen hinein. Öffne dich für die göttliche Weisheit, das weiße Licht im goldenen Schein, das heute zu dir fließen wird und mag. Fülle dich und nähre dich in deiner göttlichen Blaupause, die geöffnet ist als Quantenfeld. Du bist die Mitte, deine goldene Mitte in dir wird genährt. Wir segnen euch aus tiefstem Herzen und danken euch für euer Hiersein, für euer Verbinden. Denn dieses Licht verbindet sich von Herz zu Herz, von Lebewesen zu Lebewesen, aus deinem Planeten Erde und verbunden mit all anderen Planeten aus der Zentralsonne gesandt. So geschieht Heilung, Segen und große Liebe. Lasse diese Heilung für deine Liebsten fließen. Verbinde dich mit dir und deinem Herz und deinen Liebsten. Der Segen fließt groß und das Tor des Dezembers ist geöffnet. So folge dem Licht, deinem Herzensweg. Vereine dich im Wir-Bewusstsein und sei Ruhe und Frieden. Alles, was jetzt geschieht, ist göttliche Ordnung. Und Gott, Gottes Führung, Vater Universum, die universelle Kraft weiß, was jetzt für uns geschehen darf und wird. So für uns Sterne, für den Planeten Erde, für alle Lebewesen. In tiefer Liebe segnen wir euch. So lasse ich in diesem Augenblick nochmal die Karten hier für dich strömen, so kommt die Bitte noch einmal, das naionische Liebeslicht, die Kraft auch, man sieht hier die Spirale, die Kraft der Spirale, die sich hier auch wirbelt im Licht, im türkisfarbenen Licht und die Funken, die sprühen, das ist wirklich ein Portal, das sehr, sehr deutlich und kraftvoll strömt und der Venusstern, der sich vollendet in dieser Kraft. Denn die Sonne ist das göttliche Bewusstsein, die Mondin ist dein persönliches Bewusstsein. Und der Venusstern ist die Materie, Geist und Materie miteinander verbindet. Die Kraft des Universums mit dem Planeten Erde vereint, aus der Zentralsonne gesandt. Und da steht die Sonne auch im Feld des Tetraeders, des Element Feuers, durch Erzengel Uriel, der heute sehr präsent ist, für das Überbewusstsein. Und da kannst du heute, wenn du magst, rasseln. Das wird nämlich dich auch sehr deutlich mit der Sonne verbinden. So wie die Mondin heute für das Ico-Seder, für das Element Wasser steht, für Erzengel Gabriel verbunden ist, für das Unterbewusstsein steht. Und da sind so super wundervolle Töne zu fühlen, wie das Klavier oder auch die Ocean Drum. Ganz besonders die Sterne, die im Oktaeder Element Luft stehen, für Erzengel Jophiel, für das Wachbewusstsein. Da ist eine Flöte sehr besonders oder ein Klangspiel. Oder die Mutterlichterde, das Hexaeder, das Element Erde,
das auch mit Erzengel Zartkiel unterstützend ist für den physischen Körper, mit Venusstern, mit dem Venusstern heute verbunden. Da kann man trommeln oder einen Bass spielen. Und das Universum, die Gott-Einheit, das Dodekaeder-Element Äther, ja, der Erdenkristall ist das kosmische Herz, steht für Erzengel Metatron, für das Zentrum, das Einheitsbewusstsein, das heute sehr präsent ist. Und da kann man eine Harfe oder eine Klangschale, eine Kalimba spielen. Und du kannst auch deinen eigenen Herzenston spielen, indem du dein Herzfeld berührst, einatmest und mit jedem Ausatmen deinen Ton erklingen lässt. Das wird dich zentrieren und dir heute sehr behilflich sein. So segne ich euch jetzt von ganzem Herzen in Verbundenheit des heutigen Tages und auch des morgigen Tages im Venusmuster gekleidet. Ich segne euch von ganzem Herzen.